Dann das Feld. Wir wollen uns immer überlegen, was wir denn brauchen, wenn wir diese Operation, die wir denn gerne unterstützt hätten, jetzt auf so einem Feld implementieren wollen. Wir haben ein Feld, Feld S, und suchen da jetzt bestimmten Schlüssel, K. Was müssen wir tun, um festzustellen, ob in einem Feld, was wir denn da angelegt haben, das Element K vorhanden ist oder nicht? Bleibt uns nichts anderes übrig, als einmal sequenziell durchsuchen. Ne? Wie sieht es mit dem Einfügen aus? Also ich muss mir irgendwie meine freien Positionen verwalten. Das kann ich auch wieder über so einen Index machen, wo ich sage, so, das ist jetzt die nächste Einfügeposition. Das kriegen wir in O von 1 hin. Wie sieht es aus mit dem Löschen von einem Element? Sagen wir so, wir möchten jetzt einen bestimmten Index löschen. Das ist ja irgendwie unser Feld. Wir überlegen mal mehrfach. Jetzt überlegen wir erstmal, wir möchten einen bestimmten Index löschen. Das ist einfach. Also das ist irgendwie unser Index K. Da steht jetzt irgendwas drin. Und das möchten wir gerne löschen. Da können wir direkt drauf zugreifen. Was hätten wir dann eventuell für ein Problem? Wir müssen irgendwie nachschieben. Also wenn wir beispielsweise hier das Einfügen direkt machen, haben wir gesagt, auf eine freie Position. Die freie Position müssen wir verwalten. Also müssen wir uns irgendwie merken, dass dieses Feld jetzt frei ist. Wenn wir es ganz dumm machen, was kann dann passieren? Dass wir uns sozusagen ein zweites Feld anlegen müssen, um die freien Positionen zu speichern. Das wäre irgendwie so ganz dumm. Also wir hätten, eben wie bei der Q auch, wir haben irgendwie hier schon überall was drinstehen, A, B. Und das ist sozusagen unser Zeiger oder der Index, der uns angibt, wo wir als nächstes einfügen können, damit wir das hier in O von 1 hinkriegen. So, das Element möchten wir jetzt gern löschen, an dieser Position K. Was könnten wir jetzt machen, um das trotzdem in O von 1 hinzukriegen? Also wir könnten jetzt sagen, so, das löschen wir und schieben dann nach unten. Was hatten wir als Alternative? Letztes Element tauschen, genau, weil wir haben ein unsortiertes Feld. Da kommt es uns auf die Ordnung der Elemente ja nicht an. Das heißt, was wir einfach machen würden, würden einfach das rauslöschen, das D hier hinschreiben und den Zeiger hier draufsetzen. Und schon haben wir das Ding in O von 1 erledigt. Wenn wir nicht einen Index suchen oder löschen möchten, sondern ein bestimmtes Element, dann kommen wir nicht umhin, das Element erst zu suchen. Und wenn wir es denn gefunden haben, den entsprechenden Index zu löschen. Wie sieht es aus beim Min und Max? Also wir möchten das Kleinste und das Größte, sofern wir denn eine Ordnung auf unseren Elementen haben. Und wenn wir Nachfolger und Vorgänger haben möchten, und jetzt K ist eigentlich so, was ich eben hatte. Irgendwie, wir haben Objekte von diesem Typ und wir haben ein Key-Element und dann noch irgendwie weitere Daten. K bezieht sich eigentlich immer auf den Key und X ist dann sozusagen der gesamte Datensatz. Wir hätten jetzt gerne irgendwie einen Vorgänger. Auch da kommen wir nicht umhin, das Ding zu suchen, wenn wir ein ungeordnetes Feld haben. Auch hier sequentielle Suche. Wie sieht das aus, wenn wir ein Feld haben, das aber als sortiertes Feld organisieren möchten? Wie sieht das aus mit dem Einfügen? Wir möchten jetzt gerne hier beispielsweise die 8 einfügen. Dann finden wir diese Position mit so einer binären Suche. Das kriegen wir in logarithmischer Laufzeit hin. Wir müssen uns dann aber Platz schaffen. Für das Platz schaffen müssen wir verschieben. Angenommen, wir haben hier hinten halt noch Platz. 8. Ja, und die 13 muss dann hierhin verschoben werden. Und die 19 muss dann hierhin. Und die 21 muss hierhin. Und die 30 muss hierhin. Ja, und das kriegen wir halt dann nicht mehr in logarithmischer Laufzeit hin. Wie hier jetzt beispielsweise, wenn wir die 8 eintragen, dann reicht es genau das halbe Feld zu verschieben. Aber im Worst Case tragen wir halt irgendwie das kleinste Element neu ein. Dann müssen wir das gesamte Feld verschieben. Genau das gleiche beim Löschen. Auch da würden wir sozusagen Element löschen. Und um dann geht das nicht mehr in O von 1, dass wir einfach das letzte dann nach vorne holen. Sondern wir müssen ja diese Struktur hier erhalten. Ja, die ist aufsteigend sortiert oder absteigend sortiert, je nachdem. Das heißt, auch da müssen wir wieder schieben. Min, Max, wie sieht das da aus? Und wie sieht es aus beim Nachfolger und Vorgänger? Ist auch nicht viel komplexer, wir müssen nämlich einfach die Indizes um 1 erhöhen oder um 1 erniedrigen. Ne? Jetzt haben wir ja zwei Operationen hier kennengelernt. Wollen wir vergleichen? Also wenn ich mir das hier so angucke, binäre Suche, log n, O von n, nochmal O von n, O von 1, O von 1. Und jetzt können wir ja nochmal zurückgehen. O von n, O von 1, O von 1, O von n, O von n. Was ist besser? Ist die Frage überhaupt sinnvoll, die ich Ihnen jetzt gestellt habe? Kann ich das so absolut vergleichen? Also wenn ich irgendwie einmal einfüge und dann häufig irgendwie zugreife, beispielsweise irgendwie lesen, zugreife oder suche, dann ist irgendwie das mit diesem sortierten Feld irgendwie ganz gar nicht so schlecht. Diese häufig vorkommenden Operationen, die nutze ich halt mit der geringen Laufzeit jetzt gegenüber dem unsortierten Feld. Also es hängt von der Anwendung ab. Streich mal schnell wieder durch, Anwendung entscheidet.